Gerhard Kanyak von den Freiheitlichen ist jetzt der nächste Redner in dieser Debatte zum dringlichen Antrag der SPÖ. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kanyak, bitte sehr. Geschätzte Abgeordneten, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, ich habe tatsächlich noch nie eine dringliche Anfrage erlebt, wo die Kernfragen so wenig beantwortet wurden und wo offensichtlich in der Thematik bis eine Stunde, eineinhalb Stunden nach Beginn der Diskussion noch immer keine Klarheit herrscht. Herr Bundesminister, die einfache Frage, wie viel der ausgewiesenen Verluste der Österreichischen Nationalbank spekulativer Natur sind und wie viel einfach Bewertungsabschreibungen auf die im Rahmen der EZB-Käufe getätigten Anleihenkäufe entfallen, haben Sie nicht beantwortet. Dabei ist das ja genau die Kernfrage, ob tatsächlich erwartbare und nun halt in der Zwischenbewertung auch ausgewiesene Verluste vorhanden sind oder ob tatsächlich hier mit Steuergeldern spekuliert wurde. Das ist die sogenannte Frage 38 in der dringlichen Anfrage des Kollegen Greiner, auf die wir bis jetzt noch immer die Antwort, Sie schuldig geblieben sind und wir erwarten. Falls es tatsächlich entsprechende Spekulationen hier gegeben hat, eigenmächtig von einem Direktor der Österreichischen Nationalbank, bitte sehr. Ja, falls es hier tatsächlich Spekulationsverluste gegeben hat, stellt sich die Frage, waren Sie informiert? Wann wurden Sie informiert? Warum wurde der Generalrat über diese Verluste nicht informiert, was mein aktueller Wissensstand für den heutigen Tag ist? Warum wurde der Finanzausschuss nicht darüber informiert, wo die Gouverneure der Notenbank auch entsprechend Bericht abliefern? Das wären eigentlich Fragen, wo ich mir erwarten würde, dass Sie als Finanzminister für Aufklärung sorgen. Und ich möchte Sie darauf ersuchen, dies möglichst zeitnah zu tun. Und der zweite wesentliche Punkt, der ist heute auch schon vielfach angesprochen worden, das ist nämlich die Geldpolitik, die hier in Europa durch die EZB betrieben wird und wie unabhängig die EZB tatsächlich ihr Mandat verfolgt oder ob hier nicht doch sehr stark politischen Einflüssen nachgegeben wird, die unter anderem vielleicht auch aus Österreich kommen, auch das sollten wir mal erörtern. Denn das Hauptziel der EZB, nämlich die Währungsstabilität, die ist ja offensichtlich nicht gewährleistet durch die momentane Geldpolitik. Bei den Inflationsraten, die wir momentan haben und den starken Schwankungen, die eine Prognose für die nächsten Jahre nahezu unmöglich machen. Und wie ist das Ganze gekommen? Der ursprüngliche Auftrag der EZB, dass es zu keiner Verallgemeinung der Schulden kommt, dass wenn dann schon Schulden gemacht werden, diese Ausnahmekonstrukte, dass nur anteilig im Verhältnis der jeweiligen Anteile der nationalen Notenbanken auch Anleihen gekauft haben. All das ist in den vergangenen Jahren über den Haufen geworfen worden. In den Corona-Jahren wurden von einzelnen Staaten mehr Anleihen aufgekauft, als die insgesamt im ganzen Jahr überhaupt emittiert haben. Also eine Refinanzierung durch die Notenpresse, wie man laienhaft sagen würde. Und dass das Ganze natürlich die Inflation befeuert, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen. Und ich kann mich noch gut an die Diskussionen auch mit den Notenbankgouverneuren im Finanzausschuss im Herbst 2021 erinnern, wo wir schon gesagt haben, dass die Inflationsprognosen deutlich höher angesetzt werden müssen, dass die sehr optimistisch niedrig gerechnet worden sind. Das war noch weit vor einem Ukraine-Krieg, ja, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob diese niedrigen Einschätzungen nicht auch ein bisschen der Politik zuliebe getroffen worden sind oder ob sie tatsächlich so unabhängig von der Notenbank selber getroffen worden sind. Das Resultat ist auf jeden Fall, dass wir im Bereich der Anleihenkäufe, im Bereich auch der Veranlagungen der Österreichischen Nationalbank, nun mit massiven Verlusten konfrontiert sind aus dieser auch europäischen Geldausweitung und Anleihenkaufprogramme. Und Österreich hat unter ihrer Führung auch ganz massiv daran mitgemacht. Die 100 Milliarden Euro neue Schulden, die Österreich in den vergangenen 3 Jahren gemacht hat, haben ja das ganze System auch mit angefeuert. Und da möchte ich vielleicht noch eine kurze Replik an den Kollegen Schwarz auch geben. Ja. Die einzigen Jahre, wo es zu keiner signifikanten Neuverschuldung gekommen ist, waren die beiden Jahre, wo die FPÖ mit in der Regierung war mit der ÖVP. Danach in den 3 Jahren ÖVP mit Grünen 100 Milliarden Euro neue Schulden. In den letzten 3 Jahren und im heurigen, Herr Bundesminister, Sie kennen Ihren eigenen Voranschlag, werden wir mit den 25 Milliarden, die jetzt inklusive Ermächtigungen beschlossen sind, wahrscheinlich nicht einmal ein Auslangern finden. Das heißt, hier befeuern Sie selber mit Ihrer nationalen Politik, mit Ihrer Schuldenpolitik auch
die weiteren Verluste in der Nationalbank und wer auch immer dem Märchen Glauben geschenkt hat, dass diese Schulden ja eigentlich sogar fast ein gutes Geschenk für den Staat Österreich und für den Steuerzahler sind, der wird jetzt gerade in dem Moment und mit diesen ausgewiesenen Verlusten der Österreichischen Nationalbank eines Besseren belehrt. Nichts im Leben ist gratis und auch diese Schulden haben einen hohen Preis, den nicht nur wir selber, sondern wahrscheinlich noch unsere Kinder und Kindeskinder bezahlen werden müssen. Gerhard Kanyak von den Freiheitlichen kritisiert die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, der EZB.